So, ihr Lieben, es geht weiter mit Let's Play World of Warcraft. Wir sind von unserem Shopping-Trip in, ich wollte es schon fast wieder sagen, nicht Stormwind, sondern Thunderbluff sind wir zurück. Haben uns eine neue Handtasche gekauft. Den Hexenzwirnbeutel, die Hexenzwirntasche. Und jetzt geht's weiter mit der Arbeit, nachdem wir unser teuer verdientes Gold hier ausgegeben haben. Ein paar neue Aktionen haben wir auch reingestellt. Mal gucken, wann die so mit der Zeit eintrudeln werden. Vielleicht verkaufen wir ja ein bisschen was mit Gewinn. Jetzt so den riesengroßen Knaller hatten wir nicht dabei. Also ich erwarte jetzt keine was heißt rasend, riesengroße Einnahmen. Das gibt es einfach nicht her. Ja, dafür haben wir nicht den entsprechenden Loot-Table gehabt, der da in irgendeiner Art und Weise jetzt entsprechend viel Gold bringen könnte. Wir können froh sein, wenn wir so an die 1000 Gold bekommen. Wenn wir natürlich alles verkaufen würden, hätten wir direkt 2.000-3.000 Gold, dann hätten wir direkt die Hexenzwirntasche wieder drinne. Aber naja, wir müssen halt abwarten, bis wir irgendwie mal wieder, oh, bis wir das Level haben, um auch mal Oldschool-Instanzen gehen zu können. Dann können wir da mal ein bisschen Gold farmen oder so. Aber bis dahin ist es ja noch ein langer, langer Weg. Wie gesagt, Level Stop ist bald wieder da und dann wird eine lange, lange Phase gehen, die sich wahrscheinlich auch bis weit ins Jahr hineinziehen wird. Aber da möchte ich jetzt auch nichts sagen und danach nicht halten. Also schauen wir mal, wie lange wir brauchen, um die vielen Questgebiete, die in Azeroth noch auf uns warten, durchzuspielen. Erstmal müssen wir jetzt gegen die Plage, die den Gnollen anscheinend große, große Angst bereitet, ein bisschen ankämpfen und ein bisschen hier die Insektenviechers vernichten. Schweres Leder. Das Gute ist, dass man die Kühe schnallen kann. Droppen die aber übrigens jeweils nur einen einzigen Panzer. Das würde ich ja nicht so dolle finden. Aber es scheint so. Das heißt, wir müssen. Es ist schon wieder so eine Nezzingberry-Quest. Oh, for fuck's sake, ey. 20 Viecher müssen wir erledigen. Das darf doch nicht wahr sein. Können es nicht 10? Reichen es nicht 10? Ich meine, diese Kill-Quests sind ja eigentlich schön und gut. Ist ja eigentlich genau mein Ding. Simpel, nicht darüber nachdenken. Einfach, zack. Viecher, die man erledigen muss. Schrift ist rot. Einfach druff, wenn es rot leuchtet. Erledigen, kill. Nix looten, einfach nur töten. Aber 20 Viecher, ja, das ist halt einfach eine ganze, ganze Menge. In diesem Fall ist es nicht so schlimm, weil wir hier auch noch die ganzen Viecher looten können. Ich bin außer Reichweite. Und dann kirschnern. Das heißt, wir kriegen hier auch noch die ganze Zeit pures Gold rein. Ich meine, schweres Leder, liebe Leute, ist nach wie vor 2 Gold 90 das Stück wert. Übrigens, da hinten ist Zornstachel. Ist von der Größe jetzt nicht so viel anders als die Viecher, die wir hier haben. Hat ein paar Flügel mehr, ist ein bisschen massiger, aber ansonsten ist es jetzt nicht so ein Viech, wo ich denken würde, boah, da haben die Gnoller aber Angst vor. Hätte ich jetzt gedacht, so wie die Beschreibung war in den Schlachtplänen, da hätte ich gedacht, das ist so ein Mordsviech von der Größe, ja, weiß ich nicht, auf jeden Fall größer als das, was es tatsächlich war. Ja, das war's schon. Zornstachel ist erledigt. Was ist denn das hier eigentlich? Eisenvorkommen. Eisen nehme ich auch mit. Ist ja gratis. Mit einem geschenkten Gaul schaut man bekanntlich nicht ins Maul. Aber das Ding ist gar nicht so geschenkt, weil wir müssen es erstmal holen. Und freiprügeln. Oh, da ist er schon. Ich dachte eigentlich, das wäre in dieser Richtung. Okay. Geht doch schneller, als ich gedacht habe. Aber wir machen halt auch ordentlich Schaden. Liegt natürlich auch daran. Muss man ganz klipp und klar so sagen. Der Damage, der ist halt schon. Was müssen wir hier machen? Ach, Bergriesen, muss ich sagen. Genau, die sind ja da hinten. Habe ich schon von so ein paar Rumpilgern sehen. In den Baum möchte ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich muss näher ran. Aber jetzt werden sie langsam wenig. Haben wir die so weit ausgemerzt? Da hinten ist noch einer. Den Giftblitz, den.
Und da breche ich die mal gepflogen. Das ist zu weit entfernt. Execute. Ich habe kein Ziel. 12. Und 20. Ah ne, Zornstache will ich jetzt nicht nochmal erledigen. Mach erstmal die Riesen. Sind gigantische Kreaturen, haben aber von den HP nicht mehr als so ein normaler Scheißmob. Es ist echt nicht zu fassen. Ich brauche ein Ziel. Jetzt gedacht, die kann man einen Berg bauen. Kann man aber nicht. Ich dachte auch für eine Sekunde, wir haben gar keinen Bergbau, aber selbstverständlich haben wir Bergbau. Ist nicht, wie ich da auf die Idee gekommen bin, wir hätten keinen Bergbau. Zack. Ich brauche ein Ziel. Siegesrausch sollte ich trotzdem benutzen. Execute. Ich bin außer Reichweite. Also mit dem Charge ist halt einfach, da läuft es halt einfach runter. Ja? Haben wir mit der ersten Combo direkt hier Hälfte der Leben runtergeprügelt. Aber wir hatten halt mit Modelstar gerade auch einen Crit, wie ihr mal sehen könnt. Ist übrigens auch ganz praktisch, wenn man es erstmal weiß, dass hier in kleiner Schrift werden immer die Normal Hits angezeigt und in großer Schrift links daneben, falls ein Crit ist, der kritische Treffer. Hier können wir jetzt mal drauf achten. Normal Hits, Normal Hits, Normal Hits. Normal. Alles Normal, keine kritischen Treffer. Hier hatten wir jetzt einen Crit. Das war auch kein Crit, sondern das war der Proc von Crusader, also kein Crit. Deswegen wurde er auch nicht direkt hier links angezeigt. Mal gucken, wir kriegen gleich mit Sicherheit noch einen Crit. Hier Normal Damage, Normal Damage. Alles Normal, kein Crit. Das war jetzt hier. Doch, es war auch ein Crit, ne? Der Crusader Proc. Wie waren das jetzt gerade die Crits, die angezeigt wurden? Ich glaube. Oder. Ach, weiß ich nicht. Nee, Crusader war auch ein Crit. Crusader war gerade auch ein Crit. Da kann ich mich, glaube ich, jetzt festlegen. Also der Crusader Proc macht ja auch Schaden. Und dieser Schaden ist irgendwie ein Heiligschaden, aber der kann auch kritisch treffen. Hier, jetzt auch schon wieder. 142, war ein Crit, oder nicht? Wird mir auch hier angezeigt, wo die anderen kritischen Treffer waren. Jetzt hatten wir gerade auch mit Zerschmettern einen kritischen Treffer, also die scheint schon richtig zu sein. Ich bin außer Reichweite. Und jetzt nochmal die Eisenader. Hier ist noch eine. Zu weit entfernt. Ach, schaut mal eine an. Haben wir das Citrin gerade aus der Eisenader bekommen oder aus dem Bergriesen? Ich glaube aus dem Bergriesen, oder? Oder aus der Ader? Ach, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Muss mal gucken, ob ich nachher nochmal schnell, ob ich mich daran erinnere, dass ich nochmal zurückzoome und mir das angucke. Das finde ich immer ganz interessant, ob aus diesen Adern auch irgendwelche Edelsteine droppen können. Eigentlich würde mich das nicht wundern. Na, Citrin ist halt auch ein Scheißdreck wert, ne? Wir sehen es gerade nicht, aber. Ich brauche ein Ziel. Ja, doch, 4 Gold. Ich bin außer Reichweite. Citrin, was war denn das? Malachit hatten wir, ne? Malachit war so ein Scheißdreck wert, glaube ich. Das ist zu weit entfernt. Ich habe kein Ziel. Ah, jetzt merkt man schon, dass sich diese Quest so ein bisschen hinzieht, wie Kaugummi. Es sind halt 20 Viecher, die wir erledigen müssen. Und zwar 20, wenigstens ist die Drop-Chance bei 100%. Stell dir mal vor, die wäre bei 80%. Da könnten wir bei den 20 direkt nochmal 4 Mobs drauflegen. Für statistisch hätten unsere,
und so 20 Panzer bekommen. Ich kann dieses Ziel nicht angreifen. Oder bei 50% halt nochmal 10 mehr. Ich muss näher ran. Also da haben sie wenigstens einen angenehmen Ausgleich gefunden, indem sie gesagt haben, gut, wir lassen die zwar die Hölle von einer Menge einsammeln, aber wir... Oh shit. Aber wir stellen die Drop-Chance auf 100%. Hallo? Nein, was war das denn? Ich dachte, er ist ein Lag, aber wir hatten einfach keine Wut. Ich habe kein Ziel. Häfeneisenvorkommen gehe ich nicht in den Bau da rein. Das ist zu weit entfernt. Das kritische Treffer. Ich brauche ein Ziel. 19 von 20. Wer will der Letzte sein? Hier, der Arbeiter. Ich muss näher. Boah. 909. Ich habe kein Ziel. Alter Schwede. War nicht mal mit Crusader, ne? Mamma mia. Der Schaden, der hat gesessen. Ich sammle die Mine jetzt nicht ein, nicht in dem fetten Gnollgebiet hier. Ich kann froh sein, wenn die mich jetzt nicht gleich abmounten werden. Hier muss ich runter. Und zack, ist die Müdigkeit wieder da. Ich muss ja auf jeden Fall nochmal einen Kaffee trinken, weil ich heute nämlich ein bisschen mehr aufnehmen. Aber jetzt hier dieser Regen und auch, keine Ahnung, also ich meine den Ingame-Regen, ne, tatsächlich, der macht mich gerade so ein bisschen schläfrig. Aber gut, es gibt nichts, was Kaffee nicht richten kann. Der berühmt-berüchtigte Lan-Kaffee. Wie geht's denn so, Mann? Das war das mit dem Muisek. Bergriesen-Muisek. Konntet ihr die Bergriesen gefangen nehmen? Nein, wir haben sie getötet und haben einfach die Seele eingefangen, mein Freund. Das hat nichts mit Gefangennehmen zu tun. Stellt euch nun die Möglichkeiten vor, die wir nun haben. Mit den Materialien, die ihr gesammelt habt, werden wir den Muisek dieser Kreaturen festhalten können, wo immer wir es wünschen. Waffen des Geistes. Es ist ein äußerst komplizierter Vorgang, die Waffen mit dem Muisek zu erfüllen. Aber da ich jetzt sowohl über alle erforderlichen Materialien als auch über das Muisek der von euch eingefangenen Kreaturen verfüge, kann ich endlich beginnen. Bitte wartet hier, ich werde gleich zurück sein. Schau mal an. Auf dann! Was hat er jetzt vor? Sammelt das Material zusammen und beginnt zu arbeiten. Ich bin mit den Waffen fertig. Hallo! Ach so. Wie versprochen habt ihr nun die Wahl. Das Muisek dieser Kreaturen wurde auf ewig in die Macht dieser Waffen eingeschlossen. Ihre Energie ist nun die eure. Verwendet sie gut. Macht des Bergriesen. Macht des Feendrachen. Oh, die Axt sieht nice aus. Aber, und die macht 9,2 Schaden, das ist schon eine ganze Ecke mehr als die, die wir haben. Aber wir haben halt Crusader drauf. Nee, ich nehme die Einhandwaffe, vor allem, weil wir auch bei der Einhandwaffe eine echt schlechte, glaube ich, haben, ne? 40, 48, na, auch schlecht ist die. Ach. 40 zu 48, ja doch, die ist deutlich schwerer. Komm, ich nehme die. Manne sieht sich. Ich nehme die Einhandwaffe. Leute, es hat keinen Sinn. Oh nein, ich habe das Schild verkauft. Oh, ich habe das Schild verkauft. Fuck me. Oh nein, ich habe das Schild verkauft. Kann ich das irgendwie noch zurückkaufen? Habe ich das denn verkauft? Ruhig.
führt euch hierher? Oh, please, lass mich das noch zurückkaufen. Was sucht ihr denn? Scheiße. Scheiße. Fuck. Ja, so schnell kann's gehen. Bleibt sauber. Ja, Kinder. Da bleibt mir nichts anderes übrig. Mach jetzt hier nochmal kurz. Was führt euch hierher? Wie kann ich euch helfen? Heimatort hatte ich, glaube ich, auch schon. Hätte ich auch letztes Mal schon benutzen können. Ja, ich fliege jetzt nochmal eben kurz nach Sturmwind. Scheiße. Wie kann ich euch helfen? Wie konnte mir das denn bitte passieren? Ah, das ist ja richtig ätzend. Da habe ich echt das Schild verkauft. Muss ich mir jetzt irgendwie ein billiges raussuchen? Knurrer. Knurrer der Wolf. Ah, ist das ärgerlich. Ist das ärgerlich. Ich kann jetzt sagen, sowas passiert mir normalerweise nie, aber es ist nicht das erste Mal, dass mir sowas passiert ist. Tatsächlich. Tatsächlich. Scheiße, scheiße, scheiße. Darf echt nicht wahr sein. Jetzt mal halt auch ein grünes Schild, ja, und so grüne Sachen verkaufe ich halt echt oft, ohne irgendwie großartig nachzudenken. Das ist mir jetzt zum Verhängnis geworden. Ach, ist das ärgerlich. Das ist wirklich ärgerlich. Richtig ätzend. Dann noch dieser lange Flug jetzt hier schon wieder. Also es stört mich nicht, wenn ihr jetzt vorspulen solltet. Ich hätte jetzt auch hier nochmal einen Timelapse reinhauen können, aber das mache ich jetzt nicht. Weil es jetzt auch am Ende des Parts ist. Und wen das hier noch interessiert, dieser letzte Reise, es würde keinen interessieren. Aber es ist halt so, ich nehme halt alles auf, was ich mit diesem Charakter mache. Ihr werdet es nicht erleben. Es sei denn, es ist irgendwas passiert mit der Aufnahme. Hatten wir auch ein einziges Mal mit unserem Magier. Also ihr werdet es nicht erleben, dass ich mich in Punkt A einlogge, beziehungsweise mich bei Punkt A auslogge und mich dann bei der nächsten Folge, ich logge mich aus, logge mich aus und dann beim nächsten Part bin ich irgendwo anders, wo ich mich dann einlogge und den Part beginne. Das werdet ihr nicht erleben, es sei denn, es ist irgendein Fehler passiert. Weil halt einfach alles seine Richtigkeit haben soll. Es soll alles da sein, es soll alles aufgenommen sein. Das ist mir persönlich wichtig. So, ich kann hier schon mal das Leder ein bisschen hier sortieren. Da haben wir auch ein paar schwere Steine. Eisenerz auch wieder, neue Sammlung am Start. Hier haben wir ein Rezept fürs grüne Seidenpack. Oh, super, ganz interessant. Wird halt gar nicht verkauft, aber hat ist ordentlich was wert hier anscheinend. Aber durchschnittliche Verkaufswert 183 Gold. Ich würde es auch gern für 183 Gold verkaufen. Oh, der Zitrinstein, der was wert ist. Und das kann alles weg. Was sind das für Schultern, die ich jetzt anhabe? Ach so, die hier.
Ja, es tut mir leid, die Schultern sind viel besser. Am Arsch. Ist das Grüne besser? ...6,7 zu 5,3. Auch viel besser die Einhandwaffe. So, jetzt will ich ein Schild haben hier. Ein ordentliches Schild. Und ein Schild, wo ich nicht 1000 Gold für zahlen muss. Ich fürchte, da wird nix. Fuck. Tja, 200 Gold. Komme ich nicht drum rum? Brauche ich. Geht mit der Erdenmutter. Weil sonst kann ich nachher. Ich wollte im nächsten Part wohl wieder einen Sulfarak-Run machen oder spätestens im übernächsten Part und das wird dann halt nicht mehr gehen. Was ist denn das für eins? Wie sieht denn das aus? Sieht es wenigstens einigermaßen gut aus, bestimmt so ein rundes, ne? Ach ne, das geht ja sogar. Na, das ist doch in Ordnung. Ich sag ja, Tank Gear sieht viel besser aus als unser Offensive Gear. Kann weg. Das Ding kann weg. Wo ist unser Schild? Da ist unser Schild. So, das darf ich nächstes Mal auf jeden Fall nicht wegwerfen. Friede sei mit euch. Ja, das kann weg. Genauso wie der Hammer. Den brauchen wir halt, wie gesagt, nicht. Oh, den schweren Balken will ich auch behalten. Gut, liebe Leute. Wir sehen uns wieder. Dann mache ich jetzt an dieser Stelle Pause. Und wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Tut mir leid jetzt für den Fauxpas am Ende. Aber tapfer, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt. Wir hören uns bei der nächsten Folge. Macht's gut, bis dahin.